Herzlich willkommen. Dieses Video soll Ihnen einen Überblick über das kostenlose Literaturverwaltungsprogramm Zotero geben. Auf der Webseite zotero.org können Sie sich Zotero als Desktop-Anwendung herunterladen oder sich einen Online-Account erstellen, auf den Sie von überall zugreifen können. Zotero ist ein Literaturverwaltungsprogramm, mit dem Sie Ihre Literatur, Informationen, Ideen, Notizen und zugehörige Dokumente sammeln, organisieren und verwalten und in Ihr Textverarbeitungsprogramm einfügen können. In einem kurzen Überblick zeige ich Ihnen, wie Sie die Desktop-Anwendung nutzen. Laden Sie sich auf zotero.org Zotero 5.0 für Windows oder aber Ihr Betriebssystem runter. Als nächstes installieren Sie den Zotero Connector, hier für Chrome. Andere Browser gibt es nach diesem Klick. Dies ist die Zotero-Oberfläche. Für eine bessere Veranschaulichung habe ich hier eine Beispielsammlung geöffnet, die schon mit einigen Titeln gefüllt ist. Die Ansicht ist in drei Spalten aufgeteilt. Ganz links sind bereits angelegte Ordner zu sehen. Diese sind nicht vorgegeben. Jeder kann sich selbst ergänzen und beliebig benennen und dann die gesammelte Literatur dort einsortieren. Der Ordner Meine Bibliothek enthält alle Zotero-Einträge. Jeder Ordner kann mehrere Unterordner enthalten. Dies führt bereits im Anlegen einer Informationssammlung zu einer Struktur, die beim Schreiben von Arbeiten hilfreich ist. Einen neuen Ordner legen Sie mit einem Klick hier an. In der mittleren Spalte wird Ihnen der Inhalt aller Ordner, also Ihrer gesamten Bibliothek, angezeigt, sofern Sie nicht einen Ordner ausgewählt haben. Mit einem Klick auf einen Titel hier beliebig werden Ihnen in der rechten Spalte die bibliografischen Angaben angezeigt. Diese können Sie auf Richtigkeit prüfen und gegebenenfalls ergänzen. Sie können sich hier auch Notizen zu dem Artikel oder Buch etc. anlegen. Sie können Tags vergeben oder die Zugehörigkeit bestimmen. Hier als Beispiel eine Notiz zu diesem Artikel. Sie können die Notiz direkt hier sehen. Es werden automatisch Tags verteilt. Diese können Sie natürlich auch selbst ergänzen. Für eine bessere und schnellere Suche sind die Tags der Bibliothek oder der einzelnen Ordner hier immer zu finden. Nun zeige ich Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten, wie man seine Bibliothek bzw. seine einzelnen Ordner mit Quellen füllt. Ich starte mit dem Beispielordner Rassismus. Hier ist schon eine Beispielsammlung innerhalb des Ordners zu sehen. Ich klicke auf Hinzufügen und kann hier zwischen den verschiedenen Medienformen wählen. Jeder dieser Medien muss dann händisch eingegeben werden. Dies eignet sich zum Beispiel dafür, wenn das Medium vor Ihnen liegt und Sie die bibliografischen Angaben übertragen. Sehr viel komfortabler geht es via Identifier. Hier können Sie zum Beispiel eine ISBN eingeben und diese wird dann direkt in Ihre Sammlung aufgenommen, mit allen bibliografischen Angaben, die Sie jedoch immer auf Richtigkeit prüfen sollten. An meiner Beispiel-ISBN sehen wir, dieses Buch ist bereits in meiner Sammlung. Für diesen Fall hat Zotero eine Eintragsdublettenprüfung, die mit wenigen Klicks zu bewältigen ist. Nun zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Sammlung mit Medien aus unserem Bibliotheksportal Primo füllen. Ich klicke auf den Ordner Rassismus, um vorab schon den Ordner zu bestimmen, wo ich meine Medien ablegen möchte. Ich gebe bei Primo hierfür mein Suchbeispiel ein und habe nun mehrere Möglichkeiten, die Medien in Zotero aufzunehmen. Ich verschaffe mir einen kleinen Überblick über die Ergebnisliste und sehe für mich viele relevante Titel. Zotero erkennt, dass es sich hierbei um eine Sammlung handelt und zeigt mir ein Ordnersymbol an. Mit einem Klick auf dieses öffnet sich die Liste meiner Suchanfrage und ich habe hier die Möglichkeit zu sagen Select All und somit alle auszuwählen oder einzelne für mich relevante Titel anzuklicken, um diese dann in meine Sammlung zu übernehmen. Ich bestätige meine Auswahl mit OK. Ich sehe hier, dass meine Auswahl im Ordner Rassismus gespeichert wird. Dies könnte ich an dieser Stelle auch nochmal ändern. Und ich sehe, um welche Medientypen es sich handelt. Buch, Artikel etc. Für eine bessere Auffindbarkeit, Übersicht, kann ich auswählen, dass mir die Sammlung nach hinzugefügt am angezeigt wird, also nach dem Datum. Hier habe ich auch die Möglichkeit, weitere Angaben mit in die Spalte aufzunehmen oder wegzulassen. Mit einem Klick auf hinzugefügt am wird Ihre Sammlung noch sortiert. Als nächstes Beispiel zeige ich Ihnen, wie man Quellen aus einer Datenbank speichert. Hier ein Beispiel von Web of Science. Ich gebe meine Suchanfrage ein.
Und auch hier erkennt Zotero, dass es sich bei der Ergebnisliste um eine Sammlung handelt. Auch hier könnte ich wieder den Ordner anklicken und eine Auswahl übernehmen. Dabei muss man beachten, dass bei verschiedenen Anbietern reglementiert wird, was als Quelle übernommen wird. Einige stellen direkt das PDF zur Verfügung. Und so wie bei Web of Science, einige Anbieter liefern nur einen Screenshot der Seite und nicht das PDF bzw. den Volltext. Hier klicke ich auf den einzelnen Titel, dann auf Fulltext. Ich möchte es bei Zotero ablegen, sehe aber bereits hier eine Fehlermeldung. In Zotero sieht es dann so aus. Der Titel wurde zwar übernommen, aber nicht der Volltext. Es ist lediglich ein Screenshot der Seite des Volltextes zu sehen. Ich kann das PDF jedoch via Drag and Drop nach dem Herunterladen einfach in meine Sammlung schieben. Als nächstes Beispiel zeige ich Ihnen Google Scholar. Ich gebe meine Suchanfrage ein und erhalte auch hier eine Ergebnisliste, die ich noch verfeinere, indem ich den Suchraum auf das Jahr 2019 einschränke. Ich erhalte eine spezifiziertere Ergebnisliste und mit einem Klick auf das Ordner-Icon kann ich wieder eine Auswahl treffen und diese dann übernehmen. Abschließend ein Klick auf OK. Die ausgewählten Quellen werden in Zotero abgelegt. Und hier kann ich sehen, bei Google Scholar werden die Volltexte direkt mitgenommen. Meine Sammlung ist nun schon beachtlich angewachsen. Um mehr Struktur in meine Ordner zu bringen, lege ich mir einen Unterordner an. Mit einem Rechtsklick auf den Ordner innerhalb meiner Sammlung kann ich den Unterordner benennen und auf OK klicken. Und via Drag and Drop den Unterordner befüllen. Die ausgewählten Titel bleiben in meiner Hauptsammlung erhalten. Sie sind im Unterordner, allerdings wesentlich leichter zu finden und zu bearbeiten. Nun zeige ich Ihnen, wie Sie in einem Text Fußnoten anlegen und ein Literaturverzeichnis erstellen können. Öffnen Sie Word und installieren Sie das Add-on für Zotero. Klicken Sie dann auf Zotero und nehmen Sie zuerst Ihre Einstellungen vor. An dieser Stelle wählen Sie Ihren Zitierstil aus. Sie können diesen jederzeit anpassen und/oder ändern. Unter Stile verwalten haben Sie die Möglichkeit, weitere Stile zu laden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf OK. Setzen Sie im Text an, wo sich Ihre erste Zitation befinden soll. Klicken Sie nun auf Add, Edit, Citation. Tippen Sie nun die ersten Buchstaben Ihrer Quelle ein und Zotero schlägt Ihnen Titel vor. Sie können bequem aus diesem wählen. Zotero setzt eine Fußnote und den Nachweis in Ihrem ausgewählten Zitierstil. Eine weitere Möglichkeit, eine Fußnote zu setzen, wieder an dieser Stelle klicken, an der die Fußnote stehen soll, auf Add Edit Citation klicken und wenn der Suchschlitz sich öffnet, auf das Z klicken, um zur klassischen Ansicht zu wechseln. In dieser Ansicht können Sie Ihre Sammlung sehen, Ihre Ordner und auch Unterordner. Ein Klick auf Ihre Quelle und hier können Sie noch additionale Angaben hinzufügen, zum Beispiel einen Präfix oder Suffix. Oder bestimmte Seitenangaben. Wir fügen eine weitere Zitation hinzu. Und erstellen nun ein Literaturverzeichnis. Dafür klicken wir auf Add, Edit, Bibliography. Und Zotero erstellt automatisch das Literaturverzeichnis. Dieses passt sich natürlich immer dem Zitationsstil an und ändert sich automatisch, wenn man den Zitationsstil ändert. Das Literaturverzeichnis wird alphabetisch nach Familiennamen des ersten Autors sortiert. Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns jederzeit via zotero@ub.fu-berlin.de kontaktieren. Vielen Dank für Ihr Interesse.